Schalke auswärts, da bleibt mir auf jeden Fall der Anreiseweg in Erinnerung. Getroffen haben wir uns am Clemensplatz und ja, sind dann mit der U-Bahn nach Duisburg gefahren. Das ist Fortuna Videos.de auf dem Weg nach Schalke! Fortuna erzielen! Auf bessere Biegen! Schalke! Was verbindest du denn mit dem Schalke 04? Wer geht denn heute laufen? Ja, die Schalke. Ob ich verroste oder verkalke, wir werden niemals ein Schalker sein. Wenn Schalke ein Prominenter wäre, wer wäre er dann? Ja, da ist Helmut Schmidt, weil er Kapitän überhaupt auf dem Natürlich, das ist richtig. Sind ein paar Meter gegangen und haben die S-Bahn genommen nach Essen-West. Und sind in Essen-West dann umgestiegen in eine S-Bahn Richtung Bottrop. Und als wir dann in Bottrop waren, haben wir tatsächlich eine S-Bahn gefunden, die uns nach Gelsenkirchen-Buer brachte. Das war eigentlich sehr schön, weil man kann sich dann immer ganz normal ausleben, wenn man ohne Polizeischutz fährt. Es gibt viele Wege nach Rom und es gibt auch einige Wege nach Gelsenkirchen. Ja, und wir haben uns halt für einen Weg über S-Bahn entschieden, weil wir halt keine Lust hatten auf irgendwelche vollen Sonderzüge. Und es ist unser legitimes Recht, so anzureisen. Es hat gar keiner zu sagen, pass mal auf, du musst so und so irgendwo hinreisen. Wir leben ja nicht in der DDR, wir leben immer noch in Deutschland, im Freistaat, in der Demokratie. La 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 la, scha, la 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 la, Schalke 04! In Gelsenkirchen-Buer kam dann aber der Polizeischutz. Er hat uns dann eingekesselt, hat Shuttlebusse bestellt und hat gesagt, so, steigt mal alle schön ein, die fahren euch zum Stadion. Na gut, dann brauchen wir nicht latschen, sind eh knapp in der Zeit, hatte ja vorher keiner einen Plan gehabt, wann die S-Bahn kommen, dann haben wir da viel Zeit verloren gehabt, obwohl wir uns so früh getroffen hatten, sind in die Shuttlebusse rein und saß dann da drin und boah, dauert aber lange, mein Gott, ganz schön weite Fahrt. Ist dann kreuz und quer durch Gelsenkirchen gefahren, wahrscheinlich um nicht mit Schalker Fans denselben Weg zu haben. Und irgendwann hieß es aussteigen. Wir sind doch hier gar nicht am Stadion, wir sind doch hier am Hauptbahnhof. Aussteigen. Und dann sind wir da ausgestiegen, wieder in einen Polizeikessel rein. Und dann wussten die Leute, oh, es geht gar nicht ins Stadion, es geht jetzt nach Düsseldorf. Warum, haben wir uns gefragt, warum geht es denn jetzt nach Düsseldorf? Es hieß, es hatte einer einen Bengalo gezündet, als wir in Buhr ankamen. Und dass wir deswegen alle zusammen zurück nach Düsseldorf sollen. Ja, und dass die Polizei uns dann irgendwie in Empfang nimmt, als sie uns entdeckt hat, ist vielleicht auch noch okay. Ja, aber es ist nicht okay, dass die Polizei dann halt 300 Leute irgendwie wieder nach Hause schickt, weil irgendeiner mal einen Böller geworfen hat. Das ist absolut nicht okay. Da stand ich ja nun in einem Polizeikessel im Gelsenkirchener Hauptbahnhof zusammen mit meinen Leuten und dachte, verdammt nochmal, das kann doch nicht wahr sein. Dass, ich habe ja für mich persönlich so eine Serie. Ich weiß genau, wann ich das letzte Mal ein Fortuna-Spiel verpasst habe. Das war am 25. Oktober 2008 und diese Serie darf nicht reißen. Das war fast noch wichtiger, als dass ich das Spiel verpasse und die Mannschaft nicht unterstützen kann. Ne? Das sind auch manchmal so sehr egoistische Gründe. Und wir standen am Kessel und dachten, was machen wir? Ne? Und dann guckt man, lotet man ja mal so aus. Und dann habe ich die Kamera genommen, so ein bisschen so getan, als würde ich die Leute nur filmen wollen. Habe mich dann so an den Rand gestellt. Nochmal, ich muss mal von draußen filmen. Haben mich nicht durchgelassen. Und dann dachte, komm, dann gehst du mal auf den Gleis und guckst mal. Vielleicht kannst du ja über die Gleise hüpfen, wenn du nicht aufpasst, bist auf einem anderen Bahnsteig. Und kannst dann da runtergehen und tschüss, ab ins Stadion oder so. Ne? Dann bin ich mit zwei, drei anderen hochgegangen, haben mal geguckt. Und sag ich, ja komm, wir hüpfen über die Gleise, sind mal am anderen Bahnsteig. Nee, wir gucken einfach da hinten. Und dann sind wir den Bahnsteig entlang gelaufen, in die Katakomben rein. Da ging es dann runter, dann sind wir irgendwo in den Katakomben. Also, da lagen so umgeworfene Einkaufswagen, da war richtig ranzig, da kein Mensch da. Und dann sind wir da und haben umgeredet, da waren auf einmal ganz viele hinter mir. Ne? Da waren bestimmt 20, 30 Leute, die mit mir dann gelaufen sind. Dann kam aus einem anderen Tunnel, kamen noch mehr, die gleiche Idee hatten, aber einen anderen Tunnel genommen haben, kam dann auch. Ich war ganz vorne und hinter mir kamen ganz viele Leute. Ich renne die Katakomben lang und ganz am Ende
war eine Tür. Und ich sagte, ey, die muss auf sein, die muss unbedingt auf sein. Hin, zack, Klinke runter, ja. Und das war, der Himmel tat sich auf. 2 Meter weiter war ein Taxistand. Da standen 10 Taxen und die Leute konnten alle sich ein Taxi nehmen und ab. Das ist die Arena. Das klingt doch aber ganz gut, was Andreas sagt. Komm, komm mal, ich brauche ihn. Schalke gegen Düsseldorf am 23. Spieltag hier bei Rheinland-Pfalz. Hanno. Über uns jetzt im besten Mix ein Kult-Hit von U2. I still haven't found what I'm looking for. Gleich haben wir es 10 Minuten vor 7. Mein Name ist Marvin Fischein. Schönen Samstagabend mit uns. Später sind wohl noch Polizisten hingegangen zum Taxi und haben versucht, da die Leute aus dem Taxi zu holen. Ein paar wurden auch rausgeholt, aber hat alles geklappt. Zum Stadion, irgendwann während der ersten Hälfte rein. Zumindest das 1:1 war ein schöner Moment. Das war ein toller Torjubel. Aber das Erlebnis war eigentlich die Anreise. Und du bist mit dem Auto gefahren. Ich bin mit dem Auto gefahren, einfach auf den Parkplatz ans Stadion rein.